Hallo und willkommen. Nasenhaare bilden unseren natürlichen Luftfilter und schützen die Atemwege vor Schmutz und Keimen. Jedoch stellt eine überlange und zu dichte Behaarung in den Nasenlöchern nicht nur ein optisches Problem dar, sondern kann der Gesundheit erheblich schaden. Nicht zufällig gilt ein solcher Haarwuchs in vielen Kulturkreisen als unerwünscht. Ein elektrischer Nasenhaartrimmer oder Nasenhaarschneider hilft dabei, dieses Problem auf eine schmerzfreie und schnelle Weise zu lösen. Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach mal unter dem Video in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern und findet weiterführende Informationen zu diesem Videotopic. Schnell sein lohnt sich also. Zugleich eignet sich ein Nasenhaartrimmer auch hervorragend dazu, Ohrenhaare zu kürzen und, je nachdem verwendeten Aufsatzkopf, weitere Gesichtshaare zu trimmen. Grundsätzlich stehen zwei Techniken zur Auswahl. Am geläufigsten sind Nasenhaartrimmer mit rotierender Klinge, die zusätzlich von einer ebenfalls runden Schutzhülle umgeben sind. Somit ist es unmöglich, dass die Klingen des Scherkopfs aus Versehen die Haut zupfen. Nasenhaare und Ohrenhaare werden zudem durch dieses System buchstäblich eingefangen und anschließend von den Messern gekürzt. Doch diese Bauweise hat auch einen Nachteil. Da die Schutzhülle die Härchen verdeckt, muss mehr oder weniger blind vorgegangen werden. Mit den Trimmern werden daher Nase und Ohr so lange in kreisenden Bewegungen bearbeitet, bis alle Haare entfernt sind. Allerdings hat diese Schutzhülle auch einen Vorteil, denn dank der Schutzhülle kann der Trimmer relativ tief in Nase und Ohr eingeführt werden, was nicht mit jedem Gerät im Linearschneidesystem möglich ist. Bei der Linear- und Vertikalschneidesystemform, die manchmal auch Vertikaltrimmer genannt wird, liegen die Klingen nämlich offen. Allerdings sind sie zum Schutz gegen Verletzungen stark abgerundet und teilweise mit einer Folie überzogen. Die Anwendung ist daher, das belegen zahlreiche Tests in Fachmagazinen und Kundenmeinungen, absolut gefahrlos, auch wenn die offenen Klingen auf den ersten Blick Misstrauen und Zweifel hervorrufen. Von ganz seltenen Exoten abgesehen erfolgt die Stromversorgung eines Nasen-Ohrhaartrimmers ausschließlich über Batterie. Die raren Ausnahmen beziehen ihre Energie aus einem nachladbaren und daher nachhaltigen Akku. Die Laufzeit der Batterie wiederum ist sehr lange. Schließlich nimmt das Kürzen von Nasen und Ohrhaaren in der Regel nicht viel Zeit in Anspruch. Einige wenige Modelle schließlich kommen sogar ohne Strom aus und müssen manuell angetrieben werden. Nachfolgekosten fallen dementsprechend weg. Nasen-Ohrenhaartrimmer gibt es schon ab 5 Euro als Discounterware. In der Regel zeigt sich hier jedoch sehr bald, dass die meist rotierenden Messer schnell abstumpfen oder von Anfang an nicht sonderlich scharf sind. Die Folge ist, dass die Härchen gezupft und nicht gestutzt werden. Markenmodelle, zum Beispiel der bekannten Hersteller Philips, Remington und Panasonic, dagegen sind für gewöhnlich eine sichere Bank und weisen zudem eine bessere Verarbeitung und damit längere Lebensdauer auf. Zudem gibt es diese schon ab 10 Euro zu kaufen und die höhere Investition lohnt sich also in den meisten Fällen, wie übrigens auch zahllose Kundenrezensionen und Tests bestätigen. Eine regelmäßige Reinigung ist bei Nasenhaartrimmern übrigens ein zentraler Punkt. Die Reinigung ist notwendig, damit der Trimmer nicht verschmutzt und weiterhin effektiv funktioniert. Bei Nasenhaartrimmern, die bereits nach wenigen Wochen streiken, ist meist eine solche Verschmutzung Grund für den Ausfall. Das erste Produkt, das wir vorstellen, ist der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer der Series 3000. Der optimale Winkel des Nasenhaartrimmers erreicht einfach die Haare in Nase und Ohren sowie an den Augenbrauen. Zudem hat es ein leistungsstarkes, doppelseitiges Schneideelement, welches für eine schnelle und gründliche Haarentfernung sorgt. Der strukturierte Griff sorgt selbst bei Nässe für optimalen Halt und eine bessere Kontrolle bei der Benutzung des Trimmers. Der Trimmer und die Kammaufsätze sind vollständig abwaschbar und lassen sich unter fließendem Wasser reinigen. Der Nasenhaartrimmer von Fitford verfügt über ein zweischneidiges Spinnmessersystem mit Schutzabdeckung sowie ein inneres 360-Grad drehendes Design, welches die Haare ohne schmerzhaftes oder unangenehmes Zupfen präzise entfernt. Er ist bequem und einfach zu bedienen, wasserdicht und waschbar und lässt sich leicht mit Rückständen durch Einweichen reinigen. Der waschbare und abnehmbare Trimmkopf ist für die Reinigung und Wartungen geeignet. Das benutzerfreundliche, handliche Gehäusedesign wird mit einer staubdichten Abdeckung zum Schutz des Trimmkopfes geliefert. Wie zu Beginn bereits erwähnt, findest du unten in der Videobeschreibung Links, mit welchen du zu dem Philips Nasentrimmer sowie zu dem Fitford Nasentrimmer gelangst. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir dieser gefällt, kannst du uns gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen.